Der Schautafel aus dem Leben des gehaupten Kapuziners im Wittenberger Tierpark könnte nun eine unschöne Begebenheit hinzugefügt werden. Die Tiere wurden Opfer eines Einbruchs in den Park, der sich in der Nacht zum Pfingstmontag ereignete. Als Tierpfleger Gernot Elmenthaler am Montag den Park betrat, kam er an einem leeren Gehege vorbei. Ich wollte da früher reinkomme, zur Arbeit komme, komme ich an dem Gehege vorbei. Ich denke, hallo, hier stimmt irgendwas nicht. Und habe ich geguckt, Affe weg. Drinnen im Gehege, fort. Dann haben irgendwelche Chaoten über Nacht so einen halben Quadratmeter Zaun weggeschnitten und die Affen freigelassen. So, nun haben sich geguckt, erstmal umgezogen geguckt und wie gesagt, zwei Affen haben sich entschieden für den Park und zwei Affen haben sich entschieden für die Innenstadt. Den gesamten Montag verbrachte der Tierpfleger dann mit einer sprichwörtlichen Affenjagd, die schließlich dank der Hilfe der Polizei und einiger engagierter Wittenberger ein gutes Ende nahm. Einen habe ich in der Mittelstraße gefunden, den haben sie in der Waschküche eingesperrt. Den anderen habe ich die Information gekriegt in der Marstallstraße, haben sie in so einen Zwischenhof eingesperrt. Und jetzt vorhin war ich gerade unterwegs und habe den letzten vom Amtsgericht geholt. Da haben die Amtsgericht haben sie auch in der Schleuse eingesperrt gehabt und den habe ich jetzt weggeholt. Und der Kleinste, das Jungtier, hat den Weg alleine gefunden gestern. Die hat meine Kollegin eingesperrt und nun sind sie alle wieder da. Hurra! Gefährlich hätte für die Affen eigentlich nur der Straßenverkehr werden können. Im Sommer fänden die Kletterfreunde genug zu fressen und kämen auch sonst gut zurecht. Auch bleibende Schäden hätte der unfreiwillige Ausflug für die Tiere nicht. Ach wo, gucken Sie sich an, die sind ganz lustig. Unser Ossi hier, das älteste Tier, das Männchen, guckt mich an, lustig und ja. Der war natürlich grantig, wie ich den fangen wollte, war. Der wollte mich sofort angehen, das ist natürlich. Aber es hat alles tadellos geklappt und ich bin heilfroh. Nun fehlen lediglich noch zwei Meerschweinchen und ein Motiv für die Tat. Auf Geld hatten es die Störenfriede nicht abgesehen, Kasse und Spendenbox im Tierpark blieben unversehrt.